In den USA wurden im letzten Jahr 45.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Ein trauriger Rekord. Immer wieder gibt es Massaker. Dennoch kommen die Waffengesetze einfach nicht voran. Wie kann das sein? Strengere Waffengesetze, und zwar jetzt. Das fordern Tausende am 11. Juni in zahlreichen Städten wie Washington und New York. Die Bewegung Marsch für das Leben wurde nach einem Schulmassaker 2018 gegründet. Jeden Tag, wenn ich zur Schule gehe, habe ich Angst um mein Leben, um meine Familie. Für People of Color ist es noch gefährlicher. Ich habe 2017 meinen besten Freund durch Waffengewalt verloren. Wir müssen viel mehr dagegen tun. Wir müssen rausgehen und zeigen, dass wir zahlreich sind. Wir müssen die Gesetze ändern. Und dafür müssen wir einige Politiker abwählen. Fast täglich gibt es Meldungen von sogenannten Mass-Shootings, Schießereien mit mindestens 4 Opfern. Am 24. Mai 2022 tötet ein Amokläufer 19 Kinder und 3 Erwachsene an einer Grundschule in Uvalde, Texas. Der Täter war gerade 18 geworden und hatte sich 2 halbautomatische Sturmgewehre und große Mengen Munition gekauft. In Texas ist das legal. 14. Mai 2022 in Buffalo tötet ein Schütze im Supermarkt 10 Afroamerikaner. Der 18-jährige Täter, der sich als weißen Rassisten bezeichnet, hat sein Sturmgewehr legal gekauft. Einen Hintergrundcheck des Waffenladens hat er bestanden. 3. August 2019 in El Paso, Texas, dringt ein 21-jähriger Weißer in einen Supermarkt ein und tötet 23 Menschen, viele davon hispanischer Herkunft. Sein Sturmgewehr hat er laut Polizei legal gekauft. Man könnte diese Liste lange fortsetzen. Bill Durston will ihr ein Ende machen. Er ist Vietnam-Veteran und ehemaliger Notarzt. Er kämpft mit seiner Organisation für strengere Waffengesetze. Vergleicht man die Vereinigten Staaten mit den anderen 22 Ländern der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also mit den anderen demokratischen Ländern mit hohem Einkommen, dann ist unsere Todesrate durch Schusswaffen im Durchschnitt 10-mal höher. Bei Jugendlichen in der Highschool zwischen 14 und 18 Jahren ist sie sogar 82-mal so hoch. Und auch bei der Anzahl der Waffen in Privatbesitz pro Einwohner sind die USA eine Ausnahme. Wie viele Waffen sind in den USA im Umlauf? Das ist gar nicht so leicht zu sagen, denn es gibt kein landesweites zentrales Register. Aber mit Statistiken und Umfragen kann man sich zumindest einen Überblick beschaffen. Laut einem Schweizer Institut, das jedes Jahr die Zahl der im Umlauf befindlichen Waffen schätzt, waren 2020 in den USA 393 Millionen Schusswaffen in privaten Händen, mehr als die Zahl der Einwohner des Landes. Laut einer Umfrage von 2021 besitzen 39% der Männer und 22% der Frauen eine Waffe. Nach politischen Lagern getrennt haben 44% der Republikaner und 20% der Demokraten eine Schusswaffe. Während 31% der Weißen eine Waffe ihr eigen nennen, sind es 24% der Schwarzen. In den Städten findet man Schusswaffen bei 20% der Bevölkerung, in ländlichen Gebieten dagegen ist der Prozentsatz doppelt so hoch. Wie viele Amerikaner wollen aber nun strengere Waffengesetze und wie hat sich die Zahl entwickelt? USA-Experte und Politikwissenschaftler Johannes Timm antwortet so. Also so allgemein gefragt wird tatsächlich die Zustimmung für strengere Waffengesetze in den letzten 3-4 Jahren abgenommen hat. Das waren 2018 noch ungefähr 67%, die sich für strengere Waffengesetze ausgesprochen haben. Das sind derzeit ungefähr 52% nach Umfragen vom Gallup-Institut. Im Vergleich zu uns Europäern haben die Amerikaner also eine grundsätzlich andere Haltung zu Waffen. Und um diese besser zu verstehen, müssen wir einen Ausflug machen in die Geschichte der Vereinigten Staaten. Ab 1775 erkämpfen sich die 13 britischen Kolonien in Nordamerika die Unabhängigkeit von der britischen Krone. Ihre Armee besteht dabei oft aus Freiwilligen, also Bürgern, die bewaffnet werden. Daher wird in der Verfassung der Vereinigten Staaten dieses Recht später im 2. Zusatzartikel garantiert. Und Waffenbefürworter berufen sich bis heute darauf. Ich demonstriere für den 2. Verfassungszusatz. Der ist für das Land grundlegend. Ich glaube an das Waffenrecht. Ich mag Gesetze nicht, die es einschränken. Das ist gegen die Verfassung.
Diese Haltung ist für viele Waffenbefürworter durchaus repräsentativ, erklärt USA-Experte Julian Müller-Kahler. Ich glaube, dass dieses Second Amendment, was ja das Recht zum Waffentragen garantiert in der Verfassung, in diesem Kulturkampf auch als Einfluss gegenüber der Regierung gesehen wird. Also in Amerika ist die Zentralregierung als solche ja durchaus wird wahnsinnig kritisch gesehen und man möchte nicht, dass die Regierung kommt und einem die Waffen wegnimmt. Das ist, wie gesagt, vor allen Dingen im konservativen Spektrum das Narrativ. Doch diese Interpretation ist juristisch nicht unbedingt begründet, wie der Waffengegner Bill Durston erklärt. Der zweite Verfassungszusatz besagt wörtlich, eine gut organisierte Miliz ist für die Sicherheit eines freien Staates notwendig. Das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, darf nicht verletzt werden. Aus dem Text und der Geschichte geht klar hervor, dass der Zusatz für eine freiwillige Miliz und eine gemeinsame Verteidigung gedacht war und nicht für einzelne Personen, die zu irgendeinem Zweck eigene Waffen besitzen. Vor 2008 wurde es nie als ein Recht für einzelne Bürger interpretiert. Erst 2008 hat der oberste Gerichtshof der USA geurteilt, dass also der zweite Verfassungszusatz so zu interpretieren ist, dass daraus auch einzelne Bürger das Recht auf Waffenbesitz ableiten können. Okay, wir haben gesehen, wer in den USA Waffen besitzt und wie das Recht darauf begründet wird. Aber was genau sagen die Gesetze zum Thema Waffen? Sie sind je nach Bundesstaat sehr unterschiedlich. In einigen Staaten wie Texas kann man Waffen in Supermärkten kaufen. In anderen muss man in spezielle Geschäfte gehen, wo in der Regel geprüft wird, ob der Käufer Vorstrafen oder psychische Probleme hat. Auf Gunshows, Waffenmessen, kann man dagegen in vielen Staaten eine Waffe ohne jegliche Kontrolle kaufen. Die föderale Waffengesetzgebung für die gesamte USA ist relativ schwach. Hier haben die Bundesstaaten große Autonomie. Das führt zu einem Flickenteppich. New York hat gerade zum Beispiel extrem scharfe Waffengesetze verabschiedet, wohingegen Mississippi oder die Südstaaten, da gibt es ja aber teilweise auch Open Carry, also dass Leute mit Waffen am Gürtel oder auf dem Arm rumlaufen dürfen. Das ist ein Erfolg der mächtigen Waffenlobby, einer Allianz aus Waffenherstellern und der National Rifle Association, NRA. Und das ist eine klassische Lobbygruppe, eine klassische Einflussgruppe, die in der Tat sehr mächtig ist, indem sie durch Wahlkampfspenden Einfluss auf Wahlkämpfe nimmt. Der Grund dafür, dass sie so mächtig ist, ist zum einen ihre finanzielle Stärke, aber zum anderen die Tatsache, dass sie es erfolgreich geschafft hat, den Waffenbesitzern Argumente zu liefern und die Diskussion mitzuprägen. Eines dieser Argumente der NRA nach fast jedem Massaker, es brauche nicht weniger, sondern mehr Waffen. Hört zu und vergesst niemals. Um einen Bösen mit einer Waffe aufzuhalten, braucht es einen Guten mit einer Waffe. Deshalb hat man in einigen Schulen in Texas begonnen, Lehrer zu bewaffnen. Bill Durston hält das Argument für absurd und er ergänzt, dass die NRA durch finanzielle Probleme und interne Streitigkeiten geschwächt ist. Inzwischen bellt die NRA mehr, als sie beißt. Ihre Mitgliederzahlen sinken und es gibt internen Streit. Es ist immer dasselbe Schema nach einem Massaker in den USA. Trauer, Bestürzung und zumindest einige fordern strengere Waffengesetze. Doch was ist wirklich in diesem Bereich in den letzten 25 Jahren passiert? Diese Tragödien müssen aufhören. Und dazu müssen wir uns ändern. Es gibt keinen Platz für Hass in unserem Land. Wir werden das regeln. Ich habe mit dem Justizminister gesprochen. Wie viele Massaker wollen wir noch zulassen? Wie viele unschuldige Amerikaner müssen sterben, bevor wir sagen, es ist genug? Die letzte echte Verschärfung der Waffengesetze, Präsident Bill Clinton, erreichte 1994 ein Verbot von automatischen Sturmgewehren. Doch sein Nachfolger George W. Bush ließ das befristete Verbot auslaufen. Barack Obama konnte nur per Präsidentendekret einige strengere Regeln anordnen, weil die republikanische Mehrheit im US-Senat schärfere Waffengesetze blockierte.
Und Donald Trump, der von der NRA Millionensummen an Wahlkampfspenden erhalten hatte, hob Obamas Dekrete wieder auf. Trump hat die Dinge offensichtlich in die falsche Richtung gelenkt. Zu Beginn seiner Präsidentschaft sagte er auf der NRA-Jahrestagung, ich werde euch nie im Stich lassen. Und dann ernannte er 3 Waffenbefürworter als Richter für den obersten Gerichtshof. Joe Biden will nun den Verkauf von Sturmgewehren einschränken und das Mindestalter zum Waffenkauf von 18 auf 21 Jahre anheben. Doch die Machtverhältnisse im US-Senat machen dies fast unmöglich. Man muss auch verstehen, dass der Senat an sich ja eine totale Überrepräsentation kleinerer Staaten ist. Ja, also es gibt 2 Senatoren von Kalifornien und es gibt 2 Senatoren von New York. Und dann gibt es aber auch 2 Senatoren aus Montana und Wyoming. Eine überparteiliche Gruppe im Senat hat sich auf kleinere Maßnahmen geeinigt, wie genauere Überprüfung von Waffenkäufern unter 21. Doch da es im Senat ein Patt zwischen Demokraten und Republikanern gibt, haben Bidens Gesetzesvorhaben praktisch keine Chance durchzukommen. Es bleibt also eine winzige Hoffnung, dass die USA vielleicht irgendwann ein wenig strengere Waffengesetze bekommen werden. Doch es ist zweifelhaft, ob das ausreicht, die fast täglichen Schießereien zu verhindern.